You can't take it back, no. Há 100 anos, a Nação do Fogo iniciou uma guerra contra o resto do mundo. Seu poder é imenso diante das outras nações. Apenas um dominador com grande poder é capaz de salvar o mundo diante dessa guerra. Um dominador capaz de controlar os quatro elementos essenciais da vida. Seu nome? Und damit willkommen zum neuen Video. Ja, in dem Video soll es erstmal so ein paar Themen gehen, und zwar erstmal in welchem Plan ich jetzt aktuell bin, da ich Packs jetzt wieder geliefert habe. Aktuell habe ich wegen den ganzen Hackern, und ich soll aber beim Einkaufen übrigens nicht reden, weil dann hört man die Shop-Sounds, wurden mir nämlich in den Kommentaren mal gesagt, dass ich da mal nicht reden soll und das dann rauscutten soll. Ja, und die Sache ist, ich bin jetzt nicht mehr im Clan Packs, weil ich gerade überhaupt keinen Bock habe auf dieses CW-Geschwitze, weil es einfach ein CW-BW ist, einfach nur voll mit Hackern, und man kann ja keine Blöcke drauf platzieren. Und ja, weil man CWW eigentlich nicht mehr wirklich normal spielen kann, weil da wirklich so viele Hacker unterwegs sind, dass es wirklich überhaupt keinen Spaß mehr bringt. Und danke dafür, wir gehen direkt in die nächste Runde. Ja, aus diesem Grund bin ich jetzt fest geliefert, weil ich gerade eh keinen Bock mehr habe, wie gesagt, auf diese CW-Szene. Und bin halt in einen Clan von eher, ich sag mal, unbekannteren Leuten gegangen. Die Clan sollten aber vielleicht auch ein paar Leute von euch kennen. Das ist der Clan halt von Dario und Enix. Also Amnesia, die halt nicht so wirklich Gomme erfahren sind. Und ja, wo es halt eher so ein bisschen, wo die ganzen Anfänge noch so da sind. Nein! Was? Ist das denn ernst? Der ist doch gefangen. Warum lässt er nicht einfach? Er ist einfach da drin gefangen. Oh mein Gott. Shit, war das schlecht. Nerox. Nerox? Nerox. Bitte. Nerox. Dankeschön. Ja, und genau deswegen bin ich jetzt erstmal Packs geliefert, weil ich gerade halt, wie gesagt, erstmal nicht in der Szene aktiv sein will, jetzt vielleicht erstmal so einen Monat oder so nicht mehr in die CW-Szene geht, und dann gucken, wie sich die CW-Szene jetzt so ändert, weil es gibt ja jetzt diese Sperre, dass man 4 Stunden lang mit einem Account auf Gomme Spielzeit haben muss, um halt auch CWs spielen zu können. Und ja, ich gucke jetzt halt, wie das dann so ist, ob das sich irgendwie jetzt mal grundlegend so ein bisschen verändert, weil ich habe jetzt echt gesehen, nach diesem Monat, wo ich weg war, wo ich jetzt anfange, dass wirklich in jedem CW echt ein Hacker dabei. Also schlimm war es früher wirklich nicht, aber jetzt ist das einfach so übertrieben geworden mit den Hackern. Und auf diese Szene habe ich halt gerade überhaupt keinen Bock mehr. Und deswegen bin ich jetzt halt eher in so einem kleinen Random-Clan, wenn die jetzt nicht so auf Top 10 und so die ganze Zeit sind, sondern halt eher so ein kleiner Anfänger-Clan. Also im Thema CWWW. Also wie gesagt, ich gucke einfach, wie sich das jetzt weiterentwickelt, wenn die Szene sich irgendwie ins Positive wieder weiterentwickelt. Ja, hat man auch wieder Bock, CWs zu spielen oder so, aber so wie die Szene aktuell ist, bockt es sich halt wirklich einfach gar nicht. Und ja, das hier ist übrigens, falls ihr noch nicht wisst, wenn wir 20k weg, das heißt einfach alle einmal reinzappen, das Pack kommt bei 20k, ne? Und das war's auch wieder mit dieser kleinen Runde. So, ich will jetzt noch ein bisschen was ansprechen, deswegen gehe ich nochmal direkt in die nächste Runde. Wir können leider um die Uhrzeit gar nichts anderes spielen, weil es ist gerade halt schon 0.11 Uhr. Ich habe morgen halt erst zu dritten, deswegen nehme ich jetzt noch ein Video auf. Aber es wird halt leider gerade keine andere Runde voll, deswegen spielen wir jetzt erstmal noch hier weiter 2x2. Und ich bin Annick. Ah, ich bin Annick. Was mir auch im letzten Video jemand gesagt hat, ist, man hört deine Klicksounds nicht, das ist doch Autoklicker, wenn man die Klicksounds nicht hört. Und das Thema will ich auch mal ansprechen, weil das einfach schon bei so vielen Leuten gesagt wird, weil sich Leute einfach nicht mit sowas wie Mikrofonpegel auseinandersetzen. Wo Ace auch schon damals irgendwelche Clips von irgendeiner random Person hatte, die halt kein Mikrofonpegel hatte. Und da auch viele Leute gefailbustet worden, weil Leute halt nicht wissen, was ein Mikrofonpegel ist. Zum Beispiel kann ich jetzt einfach jetzt mal gleich jetzt einmal klicken. Ihr solltet eigentlich gar nichts gehört haben, weil der Mikrofonpegel einfach nicht ausschlägt. Wenn ich jetzt dabei rede, hört man vielleicht mal die Klicks. Und der ist down.
feier diese Partikel bei diesem Pack halt wirklich einfach unnormal. Aber es gibt halt einfach sowas wie Mikrofonpegel und das der Mikrofonpegel ist halt einfach, wenn ich jetzt zum Beispiel einfach nicht mehr rede, dann schlägt dieser Mikrofonpegel bei den Klicks nicht aus, weil die Klicks halt viel zu leise sind. So sieht man das jetzt hier einfach. Also an die Leute, die irgendwelche Leute basten mit, man hört da und da keine Klicks, setzt euch bitte erstmal mit dem Thema auseinander, was ein Mikrofonpegel ist. Und ich bin schon wieder annickt. Gott, ich vergesse die ganze Zeit gerade mich zu nehmen. Aber wenn wir jetzt auch gerade mal so über die Klicks sprechen, da haben auch viele Leute gefragt, wie fightest du eigentlich etc. Und eine Handcam wird dazu auch bald mal kommen. Nur brauche ich halt für eine Handcam noch irgendeine ordentliche Kamera. Ja, und dann wird halt auch meine Handcam kommen. Ja, und sobald die Kamera da ist, wird es auf jeden Fall auch meine Handcam kommen. Da werden halt mal auch so Sachen kommen wie mit einem Handschuh oder so, wo ich halt einfach auch mal Bock habe, wirklich mal sowas zu bringen. Wo man das halt, sage ich mal, das Video so ein bisschen interaktiv mit Handcam oder sowas macht oder Facecam. Und ja, das muss ich aber alles noch gucken, wie ich das alles so machen werde. Aber nochmal zum Thema, wo Leute gefragt haben, wie kämpfst du eigentlich oder wie fightest du? Im Kampf jitter ich nur. Und das ist nur leichtes Jittern, also nur mit 9 bis 11 CPS. Diese Jittern hier. Also im Fall jitter ich nur, also nur dieses leichte Jittern hier. Damit habe ich um die 9 bis 11 CPS. Es gibt dann halt noch ein bisschen extremere Jittern, aber das mache ich nicht. Also ich kann es auch, damit hat man halt so um die 11 bis 13 CPS, aber... Das ist halt gesundheitlich trotzdem nicht so das Beste, deswegen... Deswegen mache ich auf der linken Maustaste halt nur so leichtes Jittern und allgemein halt im Fall jitter ich nur. Weil ich halt keine Person sein will, die irgendwie auf CPS oder sowas geht. Deswegen jitter ich halt im Fight nur. Auf Rechtsklick mache ich aber sowohl wie Abuse wie auch Butterfly, weil es meines Erachtens nach halt dort kein CPS-Einfluss hat. Aber im Fight will ich halt eher durch Taktik etc. gewinnen und nicht durch CPS, deswegen auf der linken Maustaste jitter ich nur. Ich könnte auch Butterfly und Abusen, aber das mache ich halt eben auf der rechten Maustaste, weil ich halt keinen Bock habe, jemand zu sein, der halt nur auf Klicks mit der linken Maustaste schwitzt. Und ja, deswegen klicke ich auf Linksklick halt nur mit normalen Jittern und auf Rechtsklick mache ich sowohl Butterfly, Abuse, als auch Peter. Also an die Leute, die mal gefragt haben. Ihr könnt mir übrigens auch mal gerne noch andere Vorschläge reinschreiben in die Kommentare, über was man noch sprechen kann, über welche Themen euch vielleicht so am meisten jetzt interessieren, die man halt dann im Video noch ansprechen kann. Und ja, soweit zu dem Thema. Ich werde jetzt auch in Zukunft öfters mal diesen Community-Tab mit einbenutzen. Das heißt, ihr könnt halt einfach auch meinen Kanal auf diesem Community-Tab hier drücken. Und da werde ich halt auch mal so ein paar Leuten noch ein paar Ideen fragen, zum Beispiel Video-Ideen. Also wo ich euch so ein bisschen mit einbinde, so eine Nachfrage für ein bestimmtes Videothema und ich kaufe einmal das Falsche. Wo ich dann euch zum Beispiel mal nach der Meinung frage, jetzt mal, sage ich mal, zu dem und dem YouTuber und zu dem und dem Thema über dem YouTuber. Und wo ich dann eure Meinung so ein bisschen in einer Videoform mit zeige. Also sowas wie, welcher YouTuber würde am ehesten hacken oder sowas. Oder halt, ja, solche Sachen. Oh Junge, warum Bettentausch? Warum macht er Bettentausch? Bettentausch ist so lame, anstatt dass er einfach drauf geht. Er macht jetzt nicht im Ernst auf 3&S. Er macht jetzt nicht im Ernst auf 3&S. Bug-Using betreibt. Ja, falls ihr jetzt irgendwie diese Folge seht, könnt ihr den ja gerne mal reporten. Er heißt X-Tobi und macht halt noch Bug-Using am Ende, weil er gestorben ist. Finde ich eine ziemlich unkorrekte Aktion. Warum ist Auto mit uns? Und diese Maps sind ja so unsagbar klein. Aber das war's jetzt auch mit dem... Mit dem Video, haut rein, wenn es euch das Video gefallen hat, lasst auch eine positive Bewertung da. Und ja, wie gesagt, schreibt meine Ideen.
Wie gesagt, schreibt mal in die Kommentare nochmal so ein paar Ideen rein, was ihr vielleicht noch wissen wollt, welche Informationen noch relativ interessant sind. Und ja, in Zukunft werden öfters mal solche BW-Videos kommen. Jetzt leider halt waren es gerade nur 2x2 und 1x1. Weil es halt auch schon ziemlich spät ist und in der Uhrzeit kein nichts anderes mehr frei ist auf Neuroxface. Es sind ja auch gerade nur 84 Leute auf dem Server, das sieht man auch da unten. Ja, trotzdem war es das mit dem Video. Lasst eine positive Bewertung da, wenn es euch gefallen hat, was ich schon gesagt habe. Das Pack kommt bei 20k, also ist es. Ich zeige euch jetzt nochmal den Bug. Und zwar ist der Bug bei King of the Ladder, wie man da unten reinkommt. Das soll jetzt nicht dafür sein, um zu zeigen, hey, hier ist ein Bug oder so, sondern dass man den im Forum reportet. Ja, ist einfach nur so ein kleiner Bug. Und zwar müsst ihr da hier, ich zeige euch jetzt erstmal, wie das funktioniert. Jetzt bin ich leider drin gestorben. So, und jetzt bin ich hier unten drin. Und zwar müsst ihr einfach Screenshots spammen und dann kommt ihr unten rein. Ihr müsst einfach, während ihr in diesem Teleportmenü seid, Screenshots spammen, dann werdet ihr hier runtergebuggt und kommt hier unten rein. So funktioniert einfach dieser Bug hier. Ja, ich stelle den Bug nicht vor, damit ihr diesen Bug nutzt, sondern am besten, dass ihr den halt im Forum reportet. Das ist jetzt kein Spielentscheidender oder essentieller Bug, sondern nur so ein kleiner Fun-Bug. Und ja, den am besten im Forum reporten, dann wird auch wieder behoben. Und ja, nur halt einmal so ein kleiner Bug, wie er funktioniert. Abonnieren, falls ihr das Pack haben wollt. Und ja. Roll the outro. Keep your hands off the children of the crowd. Dear hater, you ain't gotta be mad. No, dear hater, you ain't gotta be mad. Dear hater, you ain't gotta be mad. You ain't gotta be mad.